Erfolg ist, wenn man die sich selbst gesetzten Ziele erreicht. Wenn wir diese Weisheit wirklich ernst nehmen, heißt es, wir können nur Erfolg haben, wenn wir uns Ziele setzen. Und noch was, wir müssen sie uns selbst gesetzt haben. Generationen von Trainern haben die sogenannte Yale-Studie über Zielsetzung zitiert. Angeblich 1953 sollte an der Yale-Universität oder an der Harvard-Universität, auf jeden Fall eine Elite-Universität, eine Studie stattgefunden haben. Die Absolventen dieser Elite-Uni wurden gefragt, haben sie Ziele? Und irgendwie nur 20-30% hatte welche. Haben sie ihre Ziele aufgeschrieben? Das hatten nur 3% der Studenten, die gerade ein Vermögen in ihre Ausbildung investiert hatten. Und nachher wurden die angeblich gefragt, wie erfolgreich sie waren. Und siehe da, die Leute, die ihre Ziele aufgeschrieben hatten, waren wesentlich erfolgreicher als die anderen. Das kam allen Beteiligten so logisch vor, dass diese Studie jahrzehntelang zitiert wurde, bis 1993 die Zeitschrift Fast Company mal recherchiert hat und rausgekriegt hat, die Studie gab es nie, weder in Yale noch in Harvard. Aber jedem war klar, eigentlich muss sich das so verhalten. Also ist eine Professorin, eine Psychologieprofessorin, Gail Andrews, hingegangen und hat diese Studie nachgestellt. Hat 273 Leute genommen und sie in 5 Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe sollte über Ziele nachdenken, die sie innerhalb eines Monats erreichen kann, also relativ überschaubare Ziele. Nachdenken, Gruppe 1. Gruppe 2 sollte über diese Ziele nachdenken und sie aufschreiben. Es kam ja schon bei dieser angeblichen Yale-Studie raus, dass man die Ziele aufschreiben soll. Gruppe 3, nachdenken, aufschreiben und zusätzlich Aktionsschritte aufschreiben. Also sich überlegen, welches die Schritte sind, mit denen man die Ziele erreichen kann. Gruppe 4 sollte all das tun, also über Ziele nachdenken, aufschreiben, Aktionsschritte aufschreiben und mit einem Freund austauschen, welche Ziele man hat. Und Gruppe 5 machte alle das und zusätzlich sollten sie noch einmal pro Woche diesem Freund, gegenüber dem sie sich committed hatten, dieses Ziel zu erreichen, Bericht erstatten per E-Mail. So, was passierte von Gruppe 1, die nur über ihre Ziele nachgedacht hatten, haben immerhin 43% nachher angegeben, ihre Ziele erreicht zu haben. Das finde ich schon relativ viel, aber wir müssen berücksichtigen, das waren halt Ziele, die innerhalb eines Monats zu erreichen waren. Gruppe 4, die über ihre Ziele nachgedacht hatten, sie hatten sie aufgeschrieben, sie hatten sich Aktionsschritte definiert und sie hatten es mit einem Freund besprochen, das heißt sich committed, ich will dieses Ziel erreichen, die hatten schon einen Zielerreichungsgrad von 64%. Das ist eine Steigerung von fast 50%. Eine sehr einfache Systematik. Ziele aufschreiben, Aktionsschritte definieren und sich gegenüber anderen festlegen, dass man es erreichen will. Und die 5. Gruppe, die zusätzlich noch wöchentlich Bericht erstattete, hatte einen Zielerreichungsgrad von 76%. Das ist fast doppelt so viel wie die Gruppe 1, die nur über ihre Ziele nachgedacht hat. Was bedeutet das für uns in der Umsetzung? In unseren Programmen wird systematisch durch alle 5 Schritte gegangen. Das heißt, im Club der Durchsetzer fokussieren sich die Unternehmer ein Jahr drauf, ihre eigene Mannschaft so zu trainieren, dass die Abschöpfung um 10-20% steigt. Das heißt, dass mit der Anzahl der Besucher 10-20% mehr Umsatz möglich sind. Ganz klares Ziel. Sie haben einen Buddy, das heißt einen, mit dem Sie sich immer austauschen. Demgegenüber committen Sie sich auch jeden Monat und jede Woche, was Sie als nächstes tun werden, was die nächsten Schritte sind. Und jeden Freitag tauschen wir uns in der Telefonkonferenz darüber aus, was wir mit Erfolg anders gemacht haben. Das heißt, diese Struktur, die dazu führt, dass Ziele eben zu 76% erreicht werden statt zu 43%, haben wir sowohl in unserem Club der Durchsetzer wie auch in unser Durchsetzungsprogramm eingegossen. Genauso ist das übrigens im 100%-Club für Möbelverkäufer. Da ist das große Ziel, innerhalb eines Jahres den Durchschnittsmonatsumsatz zu verdoppeln. So, wir nehmen uns das zu Anfang vor, und zwar öffentlich. Das ist ein Impulstag, ein Kickoff-Tag. Und dann wird jede Woche wieder festgelegt, was wir nächste Woche anders tun wollen. Jeden Abend werden die Statistiken angeguckt. Wie viele Kontakte, wie viele Gespräche hatte ich? Haben sich meine Quoten verbessert? Jeder kriegt einen Buddy an die Hand, damit man sich austauschen kann. Und jeden Freitag in der Telekonferenz besprechen wir darüber, was wir mit Erfolg gemacht haben. So, das sorgt dafür, dass wir Erfolg haben. Denn Ziele, die man sich setzt, aufschreibt, wo man Aktionsschritte definiert, sich vor der Öffentlichkeit dazu verpflichtet,
und regelmäßig darüber Bericht erstattet, werden erreicht. Nutzen auch Sie die Systematik. Nehmen Sie Kontakt mit mir auf. In einer kostenlosen, unverbindlichen Verkaufspotenzialanalyse können wir ausrechnen, wie viel Potenzial Ihr Möbelhaus hat. Oder wenn Sie Verkäufer sind und interessiert sind am 100% Club, kontaktieren Sie mich und sprechen Sie darüber, wie Sie Ihren Umsatz innerhalb eines Jahres verdoppeln können. Die Systematik ist klar, Ziele setzen und Ziele systematisch verfolgen, das über ein Jahr.